Wir können schon heute den neuen Brawler Kit im neuen Angebot kaufen. Wir sind dabei auf unserem 1000 Euro Pay-to-Win-Account und können eine Rekord-Siegesserie aufstellen. Und was dann passiert ist, ist absolut krass. Viel Spaß. Okay, 5 Sekunden. Jetzt muss Kit kommen. 4, 3, komm, bitte, 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 bitte. 0. Es dauert. Da ist es. Ich wusste es. Ich wusste es. 8 Uhr, Kit ist da. Geil. Let's go. Der neue Brawler. Ich habe auch den Preis genau predicted. 36 Euro. Oh mein Gott, es ist so geil. Es ist so geil, Leute. Let's go. Lol, das Semi ist immer ein groß. Alles gratis danach, ne? Okay, da wird's mal erklärt. Also, Tag 1, Kit, 36 Euro. Dazu Pin und 2 Pins. Ist cool. Dann 2000 Münzen, 2500 Münzen. Ist nicht schlecht. 2 Pins. Ein Wütender und ein Schwitzender. XP-Verdoppler, 5000. Ein Weinender und ein Herzpin. 2500 Münzen. An Tag 6 dann Billy the Kid. Den, oh, geil, den Skin gratis. Und 2 Pins wieder. On top. Noch ein Skin. Ist geil. Ist auch cool. Das gibt sich. Das ist der zweite Legendäre jetzt für die heutige Folge. Das ist so krank eigentlich, wenn ihr drüber nachdenkt. Hä? Das ist echt total dumm eigentlich. Wir haben einfach Sandy gezogen. Ich komme nicht drauf klar. Und die Winstreak. Oh, das ist so krank, Junge. Das ist so krank. So. Krank, Junge. Lasst natürlich gerne ein Abo da, ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, würde mich sehr freuen. 1500 Powerpunkte. Und 170 Gems, wenn es noch gehen würde. Die würde ich noch mitnehmen, gerne. Okay, Power Level 1 hat die nur 3000 Leben. Aber Star Power Gadget, so, das wird so krank werden. Also wir werden sie auf jeden Fall noch 57 pushen. Das Video wird bei euch dann direkt morgen kommen. Power 7 erstmal. Wir machen direkt Max, komm. Power 8, Power 9, Power 10, Power 11, komm. Das müssen wir machen. Hier direkt für den Pay-to-Win-Account. Okay, die allererste Runde. Die allererste Runde machen erstmal ohne Gadget. Ihr seht schon, die Ulti lädt sich echt verdammt schnell auf. Ich glaube ungefähr so wie bei... Oh, wir müssen aufpassen. Wir müssen echt aufpassen, weil wir sind ohne die Ulti echt nicht gut. 1 gegen 1. Und vor allem Cube. Oh, ja. Wir machen, glaube ich, Flächenschaden, oder? Oh, das ist so gut. Dass der Flächenschaden macht, ist ja so wichtig. Nice. Oh, let's go. Wir dürfen auf jeden Fall vor allem nicht verlieren. Wir wollen ja die Winstreak halten. So geil. Und noch haben wir diesen Cube nicht aktiviert. Wir kriegen dann doppelte Cubes einfach gleich. Also die Cubes zählen doppelt einfach. Das ist übel krass. Jetzt können wir hier jumpen. Und dann sind wir nicht angreifbar. Übel geile Fähigkeit. Direkt die nächste holt. Geil. Jetzt hier, guck mal, der arme Gale. Wir haben uns ein bisschen eingemischt hier. Zack. Oh, aufpassen, wir nicht so viel Leben. 10 Cubes. Und zack. Oh. Der Brawler bockt schon mal. Der Brawler bockt schon mal. Zack. Ist da daneben. Perfekt, egal. Boah. Ey, die allererste Runde. Super geil. Geht auch sehr, sehr schnell. War halt eigentlich immer nur die Ulti aufzuladen. Ist halt wie bei Edgar. Die Ulti lädt sich, glaube ich, sogar noch schneller auf als bei Edgar, wenn ich mich nicht täusche. Und jetzt hier zack drauf. Übel geiler Brawler. Okay, jetzt erstmal die Fähigkeiten kaufen. Also. Erstmal ganz wichtig, erstens 10 Trophäen, 15 plus pro Runde und 41er Siegesserie. Das ist vor allem krank, passt auf. Imagine, wir ziehen noch einen legendären. Nee, schade. Pappkarton erstmal, Pappkarton. Einmal Gadget hier aktiviert für Pappkarton und einmal die Star Power. Volle... Nee, wie heißt es? Volle Power, doch. Volle Power. Let's go. 200% effizienter. Übel krass. Das heißt, einfach mal... Cubes zählen doppelt. Also eigentlich laut der Beschreibung müssen sie dreifach zählen. Die Beschreibung ist, glaube ich, falsch. Also sie zählen doppelt einfach. Wir machen hier noch Schmusekatze. Damit können wir 5 Sekunden länger von verbündeten Brawlern getragen werden. Also gut für Support. Und damit... Oh, wir haben keine Münzen mehr. Oh, ich bin so dumm, dass ich das gewastet habe überhaupt. Warum mache ich das überhaupt? Ich brauche das doch gar nicht. Wir müssen jetzt Münzen kaufen. Super smart von mir, egal. Okay, machen plus 1 für ein Gadget mehr und Schaden. Und damit gehen wir jetzt rein. Let's go. Okay, es geht los. Zum ersten Mal mit Star Power. Wir haben direkt das Gadget auch. Wir können es unsichtbar machen. Alles. Alles direkt. Wir drücken das Gadget erstmal nicht. Wir laden ja sowieso sehr schnell die Ulti auf. Wir nutzen es nur, wenn wir in den Range von irgendwelchen Gegnern sind. Wir müssen jetzt so schnell Cubes farmen. Jeder Cube doppelt. Mal direkt. 800 Leben. Direkt. 800 Leben pro Cube scheinbar. Übel krass. Wir müssen eher in die Mitte sogar, oder? Komm, egal. Den holen wir uns noch mit schnell. Schnell. Wichtig, wichtig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Der Boxer lässt uns in Ruhe. Ich muss jetzt aufpassen. Nice. Zack. Er hat den Cube bekommen. Egal. Ich muss ihn killen. 2 Cubes wieder. 10.000 Leben. Aus meiner Sicht der beste Showdown-Brawler. Vielleicht übertreibe ich es auch. Mit dieser Star-Power ist er so gut ausgelegt für Showdown. Wir machen so viel Schaden. Wir haben so viel Leben jetzt. Schaut euch das an, wie viel Schaden wir jetzt auch machen. Und mit jedem Cube werden wir ja noch stärker. Jetzt können wir safe auf den Boxer jumpen, oder? Wir haben direkt die nächste Ult hier. Das ist verbuggt. No way, es ist noch verbuggt. Das kann jetzt nicht wahr sein. Es ist genau der Bug, den wir auf dem Dev-Build hatten, dass wir instant die nächste Ulti spammen können. Nochmal. Ich will es kurz testen, Sekunde. Der soll kurz healen. Was? Das ist ja viel zu broken.
Das ist dann total leicht. Pass auf. Zack. Und wir haben direkt die nächste Ulti. Das ist ein Bug. Das ist nicht gewollt. 100% das ist nicht gewollt, oder? Dann bin ich... Jedes Mal, wenn ich draufjumpe, bin ich unsterblich. Das ist safe ein Bug. Ich hoffe... Boah, wir müssen es eigentlich direkt... Das Problem ist... Die könnten den sogar nochmal rausnehmen wegen dem Bug. Oder irgendwie eine Wartungspause machen heute. Weil das ist ja schon ein heftiger Bug. Wir gehen mit der unsichtbar. Wir müssen bei Bonnie Young sehr krass aufpassen. Ich ignoriere einfach Bonnie und gehe auf die Cubes, weil das ist einfach sehr, sehr wichtig bei ihm. Das ist sehr schön. Also stimmt, wir können ja direkt den... Ne, jetzt geht's gerade nicht. Jetzt geht's gerade irgendwie nicht. Ich glaube, wenn wir mehr Cubes haben, geht es nur. Weil diesen Bug hatten wir auch gegen River gehabt in Showdown dann bei dem Video. Oh, 4 Cubes wieder so wichtig. Jetzt hier, zack, müssen wir mal wieder testen, so. Müssen den Bug jetzt mal testen. Jetzt hier nochmal, hier kurz Nita. Nice. Und jetzt müsst ihr wieder gegen... Pass auf. Ja, das ist ein Bug. Weil wenn ich mehr, wenn ich mehr Schaden mache in Showdown, dann wird die Ulti instant... Die Ulti wird nach Schaden aufgeladen. Und deswegen habe ich instant die nächste Ulti. Das ist total lost. Das ist safe nicht gewollt. Hä? Ist der da? Nee. Ich bin total verwirrt. Danke für die Spende gerade. Junge, ich hasse diese Leute, die sich so krass verstecken, ne? Zack. 6000 Schaden. Okay, ab wie viel Cubes brauchen wir, dass es funktioniert? Das ist jetzt die große Frage. Erstmal 43er Winstreak. Wir haben auch Magnum, also XP dazu bekommen. 7 Siege noch. Und Duo Showdown können wir eigentlich auch noch machen. Okay. Wie viele Cubes brauchen wir jetzt für den Bug? Ich bin dumm, ich bin dumm. Ich vergesse, dass der Brawler nicht gut im 1 gegen 1 ist. Oh mein Gott, ohne die Ulti. Okay, also mit einem Cube klappt es safe noch nicht. Haben wir gerade schon gesehen. Klappt es mit 2 Cubes? Wie viele Cubes brauchen wir jetzt? Mit diesem Bug. 2 Cubes. Wir springen drauf. Klappt auch nicht. Okay, man braucht schon ein paar Cubes. Okay. Man braucht schon, wir haben jetzt 4 direkt. 4 Cubes als nächstes testen. Wir suchen einen Gegner. Wir ignorieren die Cubes. Wir jumpen auf Jean. Zack. Reicht auch nicht, aber fast schon die nächste Ulti. Also eigentlich reichen schon 4 Cubes auf, dass ihr relativ schnell die nächste Ulti habt. Und ab 5 oder 6 Cubes ist komplett vorbei. Könnt ihr euch merken. Also 4 Cubes seid ihr schon fast, habt ihr fast instant die nächste Ult. Und so ab 5, 6 ist vorbei. Guck mal jetzt hier, ich hab instant die nächsten Kanten. Oh. Das ist crazy. Das ist wirklich, wirklich crazy. WTF. 60 Trophäen direkt. Digga, willst du mich... Ey, ist echt nicht böse. Guck mal, der nächste kommt 1300, Junge. Was ist denn jetzt los? Ich will einfach nur einen guten Mate. Du bist viel zu... Junge, ein Lost ist auf 1000. Was will er denn? Okay, passt auf. Was... Ah, wir haben die falschen Fähigkeiten aktiviert. Wir müssen natürlich eigentlich die anderen... Hä, schau mal. Wieso hat er das Tara plötzlich ausgewählt? Egal. Wir haben die falschen Fähigkeiten ausgewählt. Egal. Sehr gut. Jetzt hier direkt der Jump. Oh. Ach, ich muss auch auf den Rücken jumpen mit der Ulti. Stimmt ja. So. Müssen wir gleich testen. Wir müssen jetzt testen, wie gut der Supporter funktioniert. Und dann 3 vs. 3 gleich noch. So, zack, zack. Let's go. So, jetzt. Ich jump's auf ihn drauf. Nice. Schnell. Du musst mich jetzt bewegen. Muss ich bewegen. Ah, naja. Aber es ist ganz nice. Es ist ganz nice. Ich kann noch heal mit der Star Power. Junge, 6000 Schaden? Was? Was? Oh, ist aber mein Fehler. Ich bin direkt wieder runtergejumpt. Hä, als ob der 6000 Schaden macht. ETF. Ich muss wieder auf den Rücken. Ich muss wieder auf den Rücken von meinem Mate, bitte. Zack. Zack, zack. Ah, die Hitbox ist nicht so groß. Ist schwer zu treffen damit. 8000 Schaden? Der Brawler ist dezent OP, glaube ich. Und der Star Power wird es dann nochmal... Gut, fairerweise, die Ulti hält halt nicht ewig, ne? Aber trotzdem. Das ist so krank OP. Hä? Guck mal jetzt hier. Der hat 6 Cubes, der wäre mit einem Schuss weg gewesen. Guck mal, die Tara. Ja, Balanced Brawler, würde ich sagen, ne? Balanced Brawler. Ich habe gesagt, er wird OP. Ja, dass er so OP wird, hätte ich es nicht gedacht. Ich habe einen Top 4 gesetzt. Showdown Platz 1, über. Wir öffnen alles am Ende. Wir öffnen alles am Ende. Komm. Erstmal Cheeseburger. 1000. Um ist es doch noch, weil wir haben ja jetzt eh die Fähigkeiten. Gut. Eigentlich fürs... Normalerweise würde ich sagen, es ist eigentlich lost jetzt für Showdown, weil die Cubes zählen doppelt, ist natürlich besser. Dann testen wir erstmal Cheeseburger. So, jetzt eigentlich... Richtig, die ignorieren wir. So, wir haben jetzt die Star-Power. Digga, Chris, du musst offensiver gehen. Ich darf erst auf dich draufjumpen, wenn es Sinn macht. Jetzt. So, jetzt, guck mal hier. Jetzt kann ich uns beide healen. Zack. 6000 Schaden. Was? Junge. Hä, nimm doch den Cube. Hä? Okay. Ich fasse es nicht. Habe ich die richtige Star-Power jetzt auch aktiviert? Ah, ne, noch nicht. Ich hab die Star-Power noch nicht mal aktiviert. Dass ich länger auf ihm drauf bin. Dann kann ich noch 5 Sekunden länger diese kranken Würfe machen. Es ist so lächerlich OP. Die Cubes zählen auch noch doppelt jetzt gerade, ne, fairerweise, ne. Also für Showdown auf jeden Fall so spielen, so jetzt hier. War jetzt ein bisschen früh. Chris, wo läufst du hin? Chris! Chris, ich bin ein Werfer, ich kann da drüber werfen. Egal, weg. Chillig.
Guter Schaden auf jeden Fall, der Brawler. 46er Streak, wieder Quest. Wir werden alles am Ende öffnen. Übelkrank. Brawler jetzt, Brawler. Vor allem mit diesem Healen noch. Hä? Zack, zack, zack. So, jetzt kann ich schon mal draufjumpen. Jetzt kann ich schon healen. Direkt instant gehealt. Gucken wir jetzt hier der Bull. 4000 Schaden. Byron. Ist das OP. 4000 Schaden, Junge. Also, vielleicht der stärkste Brawler aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, auf wen wir am besten jumpen immer. Guck mal jetzt hier. Zack. Ich habe einen Spaß, auf jeden Fall. Jetzt hier Cheeseburger gleich nutzen, aber müssen wir gar nicht. Guck mal jetzt hier. Das hält auch noch länger jetzt, einfach 4 Sekunden ist das OP. Oh mein Gott. Okay, wir müssen die Winstreak noch knacken. 50 hatte ich versprochen fürs Video schon mal. 4-0. 47er Streak. Komm, eine Runde Brawler geht noch. Ich bin mir noch unsicher, ich würde vielleicht den... Also das Cheeseburger-Gadget ist schon geil. Ist die Frage, ob man lieber das andere spielt. Aber das, halt, das müssen wir halt heute Abend noch genauer rausziehen, wenn wir höher pushen. Aufpassen, nicht sterben unnötig. So, einfach auf die Ulti jetzt einfach drauf. Cheeseburger. Mal jetzt hier. Der geht auch echt weit, der Schuss. Junge. Oh, der war One-Shot, schade. Was kann ich den hier machen? Dann kann ich auch noch auf die anderen Gegner draufspringen immer noch. Hä? Und dann können die auch nichts machen. WTF. Das ist so krank, OP. Hier wieder drauf einfach. Hier einfach rein. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich mach Cheeseburger. Zack. Zack. Ja, besser aimen. Ah, nee, 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 nee. Zack. Ah, war nicht so gut. Ich bin so begeistert. Jetzt hier wieder B. Ihr müsst mit mir offensiver gehen. Die gehen so defensiv. Ich treffe gar nicht. Deswegen. Meinst du hier? 4000 Schaden wieder mit dem Wollknäuel? Ich hab doch den Cheeseburger. Digga, er geht so defensiv. Ich krieg die Krise, Alter. Ich hab 4000 Schaden pro Hit. Der läuft einfach weg. Guck mal, hier. Leute, ihr müsst offensiver gehen. Ihr müsst offensiver gehen. Ich kann euch healen. Ich kann euch healen. Guck mal hier. Ist gar kein Problem. Ist easy. Zack. Zack. Ich treffe nicht mal gut. Das ist so krank. Jetzt hier. Das war schlecht. Nein, meine Winstreak, meine Winstreak. Nein, 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 nein. Wenn wir die Winstreak jetzt verkacken. Ich habe meine Winstreak total vergessen. Versuche zu konzentrieren. Ich glaube, ich werde es eher auf die Gegner draufjumpen, als dass ich... Sehr gut. Nice, guter Jump, guter Jump, guter Jump. Wir müssen uns echt ins Konzentrieren. Ich darf gar keinen Fall jetzt meine Winstreak verkacken. Schön, schön, schön. Maisie. Schlechte Ulti, schlechte Ulti. Jetzt wieder supporten. Cheeseburger, Cheeseburger. Zack. Ich muss treffen, ich muss treffen, ich muss treffen. Nice, wichtig. Guck mal hier. Nice. Boah, ist das krank. Ich habe nicht gut getroffen. Fast die Winstreak verkackt nochmal. Wir sind nämlich jetzt bei einer 48er Winstreak. Die will ich auf gar keinen Fall verlieren. Okay, wir holen uns jetzt die 50er Winstreak. Dann öffnen wir alles. Starke Runde wieder. Super selten. Ich glaube, wir kriegen sogar noch eine Menge Quests, wenn wir... Schau kurz. Duo oder Solo schauen, dann ist die Frage jetzt. Eine Quest. Ja, safe Duo. Wir sind fast dann am Start. Ja, Duo. Wenn wir jetzt nochmal Duo... Oh mein Gott, wir haben so viele Quests. 2 Siege für die Winstreak. Und dann haben wir so viele Quests jetzt normalerweise gleich. Wir müssen so schnell es geht auf Cubes farmen. Cubes sind so wichtig. Wir gehen straight auf die Mitte. Ist gut, das ist gut. Nice. Richtig. Ich war die Hilfe von meinem Crowmate ein bisschen unnötig, weil ich eh... Ja, egal. Ich bin kurz unsichtbar. Ich hole mir jetzt erstmal den Cube. Ich habe jetzt die Ulti schon mal aufgeladen, dachte ich mir halt. Bali, Bali hole ich mir... Nein, mein Mate ist gestorben. Was hat er getan? Keine Ahnung. Egal. Ich kann jetzt easy hier drauf gehen. Das ist halt so krank OP jetzt. Ich kann auch eigentlich direkt... Egal. Direkt die nächste Ult jetzt. 2000 eben. Balanced Brawler auf jeden Fall. Und dann ist er noch so stark als... Ich habe ihn als Supporter komplett unterschätzt, dass dieses Wollknäuel so viel Schaden macht. Ich würde sagen, stärkster Brawler im Spiel. Aber Larry und Lowy, wenn Larry und Lowy rauskommt, wird es eh nochmal kranker werden. Schaut euch das an. Hä, das ist doch total lächerlich. Wenn ich... Gut, fairerweise auf den höheren Trophäen, man muss erstmal so 3-4 Cubes überhaupt kriegen. Aber wenn ihr wirklich 3-4 Cubes bekommt, ist halt over, weil ihr könnt instant auf jeden draufjumpen und halt spammen. Jetzt müssen die noch fixen, das könnt ihr nicht machen. Okay, okay, Sekunde. Schaut euch das an. Übelkrank, übelkrank. Ich hoffe, wir kriegen... Oh, ein Sieg noch genau. Dann passt es perfekt. Let's go. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Wir machen es direkt unsichtbar. Ist vielleicht dumm, aber ich meine an sich, warum nicht? Wir haben eh 4 Gadgets und dann haben wir die Ulti schon mal. Ich weiß jetzt nur nicht, warum er in die Mitte läuft. Digga, das ist... Tut mir leid, das ist aber wirklich lost. Aber guck mal, ich mache auch Flächenschaden. Ich hätte easy andere Kiste. Bitte geht... Egal, passt schon. Jetzt hier wieder. Byron, zack. Instant down. Der wird auch nicht, der kann nichts machen. Guck mal jetzt hier, zack, zack. Pam drauf, jetzt habe ich natürlich den Pam gecubed. Egal, ich kann nichts machen. Digga, stimmt, dann sind die auch noch gestunt. Dann könnt ihr auch nichts machen, während ich da drauf bin. Zack. Die können ja nichts machen. Das heißt, mein Mate kann auch noch draufschießen.
Das hab ich total vergessen. Das ist ja so lächerlich OP wieder. Das ist ja so krank OP. Schaut euch an. Zack. Gar nicht broken oder so. Balanced. Okay, ein Sieg, dann haben wir noch die... Oder wir machen einfach die 50. Ja, komm, ein Sieg noch. Dann haben wir noch die Quest. Da haben wir noch die Quest. Wir haben so viel auch im Pass jetzt noch. Okay, komm. 3 Gegner müssen wir noch besiegen für die Quest. Dann gehen wir rein ins Opening. Dann haben wir 51 Siege. Um eins drüber. Und danach ist eigentlich eh... Da, hier ist over schon. Ich kann es jeden killen. Ich kann es jeden easy going killen. Komm jetzt hier direkt. Auch Jackie, gar kein Problem. Zack. Direkt die nächste Ult gleich. Zack. Zack. Es ist so krank. Also ab 7 Cubes habe ich instant die nächste Ult. Ja, nicht ganz. Also so ab 8 Cubes ist komplett over. So bei 7 Cubes habe ich eigentlich schon direkt die nächste Ult. So an sich. Ich mache mich jetzt mal unsichtbar. Jump. Das kann ich mich nicht mal sehen. Digga, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist, keine Ahnung. Nicht balanced. Nicht balanced auf jeden Fall. Okay, wir müssen noch die Kills machen für die Quest. Zack. Zack. Oh, jetzt habe ich die Ult nicht mehr. Warum kann ich mich noch unsichtbar machen einfach? Überlegt mal. Chillig. Für den Gegner, perfekt. Okay, wir gehen rein ins Opening. Ich muss ganz kurz hier. Let's go. Übel krank. Wir öffnen alles. GG noch an meinen Mate hier, ne? An den Laschu. Ja, fast 1-2. Können wir den nächsten Mal machen. Let's go. Erstmal Stardrop. Episch. Powerpunkt. Ist okay. 51er Wins. Was ein geiler Stream. Haben wir irgendwas im Shop noch erstmal? Haben wir was Neues reinbekommen vielleicht sogar? Sind die alten Angebote? Ja, die Gems gehen einfach nicht bei mir. Keine Ahnung warum. Ist egal. Jetzt ist die Frage. Wir 22... Oh mein Gott, wir haben so viele Sachen im Pass. Yo, wie viel haben wir gefarmt? Wir müssen uns auch echt ranhalten. Das ist die letzte Woche vor vom neuen Bra-Pass. Let's go. Wir starten erstmal rein mit den 10 Gems. Und wir brauchen so dringend neue Münzen und Powerpunkte. Ich habe jetzt halt alles für Kit ausgegeben, was ich schon ein bisschen ärgerlich finde. Der hätte, finde ich, schon Power 11 sein können, oder? Für das Paket, für den Preis. Sage ich jetzt ehrlich, finde ich schon ein bisschen. Also ich finde, Paket könnte schon mehr drin sein. Ich weiß nicht, ob sie es reduziert haben oder ob wir das Larry und Lowry Paket vielleicht einfach schon gesehen haben. Digga, was ist das für ein Name? Danke fürs Abo. Perfekt. Spieler-Icon. Das ist cool. Das Clowns-Spieler-Icon. Powerpunkte natürlich, nicht vergessen. Mal Powerpunkte. Charlie-Pin. Charlie-Pin immer geil. Mit dem Jojo, man kennt ihn. Digga. Bester Pin. So, jetzt die Credits. Ist ein neuer Brawler noch? Charlie Bind, perfekt. Nochmal ein Charlie-Pin? Jetzt. Schon eine Menge. Okay, was haben wir? Ich glaube, es reicht nicht, leider. Aber wir kommen ziemlich nah ran. Passt auf. 400 schon. Und... Nicht schlecht. 534. Es ist absolut krank, Leute. Wie gesagt, denkt, wie gesagt, bitte, oder gerne natürlich, wer Bock hat, mich zu supporten, im Shop an Creator-Code Jonas, falls euch das Angebot holt. Überlegt es euch aber echt gut, ist schon ordentlich teures Angebot. Schreibt gerne eure Meinung zu Kit in die Kommentare. Lasst ein Abo da für mehr Videos. Und heute Abend im Stream werden wir Kit auf 750 pushen auf meinem Main-Account. Neuen Rekord. Bis dann, haut rein. Danke für den geilen Support und bis zum nächsten Video. Ciao.